Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei Darksiders TDFLP hier halt Dinger am Start. Ich weiß, wir sind letztes Mal woanders stehen geblieben, aber mein Spiel ist abgekackt und dann sind wir jetzt wieder hier. Aber ist auch nicht schlimm, weil in diesem komischen Gebiet, da war, wurden wir einfach nur wieder hierhin geportet. Also von daher ist egal. Jetzt müssen wir unser Herz zu Samael bringen. Dem alten Überplayer, der das haben will. Und da wir ja solche nice Persons sind, bringen wir ihm das natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken. Because we are nice. Maul. Oh, da hinten ist ein Secret. Was heißt Secret? Das ist so ein Ding. Und das können wir Vulgrim geben. Und Vulgrim freut sich dann. Und gibt uns Seelen dafür. Weil das ein alter Geier ist. Okay. Einfach weiter und weiter und weiter. Alles ist gut. Alles ist gut. Snack die einfach mal weg. Pisser. Ist jetzt irgendwie Zeit anders, es sieht überall so hell aus. War es vorher nicht dunkel überall? Naja, egal. Mal Tür auf jetzt. Da ist er doch. Der glühende Galgenturm. For the win. Okay. Den töten, den töten. Schön auseinandernehmen, die ganze Spaß. Genau, jetzt können wir, da wir jetzt so ein Ding haben, können wir da jetzt auch hoch und irgendein Secret abholen oder so. Tatsache, hier ist eine dicke, dicke Kiste. Da gucken wir auch gleich mal rein. Teil der Abgrundsrüstung. Ein Teil der mit Blutgeschwindigkeit auch und sammeln sie alle 10 Teile, um die Rüstung komplett zu haben. Okay, cool. Ist die Kiste noch zu? Tatsache. Die holen wir uns natürlich. Head up. Get over here. So, letztes Mal sind wir auf jeden Fall da lang gelaufen dann. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da hinten war noch so ein Eisblock. Weiß ich, aber egal. Bringen wir ihm erstmal das Herz und er sagt uns dann, wo wir hin müssen. Stimmt. Der alte Samael-Kopf. Darauf verlassen, dass sie gelitten hat. Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ultarn, einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samael? Sei still, Abschau! Ich mach mein Geschäft mit dem Reiter. Ultarn ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem Schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Ha, noch nicht. Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samael? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg, vernichte diesen Parasiten. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten, euch beide. Ich werde beschützt. Hier jedoch nicht. Du bist Krieg.
Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette. Aber ich mag den! Dieser armseligen Kreatur. Krieg, ich werde dich leiden lassen! Nein. Konzentriere deinen Zorn. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen oder du bleibst eine Marionette. Nein! Du bist wiedergeboren. Was war das? Ellie. Der Reiter ist gebrochen, aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte. Elbi und Erte und dann rasten wir aus. Chaosgestalt. LB und RT, um die Chaosgestalt zu entfesseln. Cool. Okay, ist er jetzt weg? Nein, er ist noch da. Warum vergeudet Samael unsere Zeit mit diesem schwarzen Hammer? Naja, wir sollten wohl einfach weitermachen. Genau. Der ist cool, ich mag den. Hätte er ihn getötet, wäre ich jetzt sad gewesen. Ich will nicht sad sein. So, jetzt schieben wir die erstmal weg. Ich weiß, ich gehe erstmal zu Volgrim, die Sachen tauschen gegen die Seelen. Weil vielleicht können wir unser Shuriken upgraden, was ich sehr, sehr, sehr geil fände. Und ja, das machen wir jetzt erstmal. So. Alte Klabusterbeere. Der alte Volgrim hat etwas Neues. Voll geil. Der Schredderer. Cool. Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist auch cool. Da gibt's auch so viele Sachen. Aber ist erst so teuer. Kriegen geil. 5000 kostet das, also macht mehr Damage, ne? Egal, erstmal verkaufen wir die Artefakte. Der alte Volgrim hat etwas Neues für dich. Also. Ich weiß, ich finde das schon cool, oder? Ich weiß ja nicht, ob wir das brauchen werden. Volgrim hat etwas Neues für dich. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Gut. Soll ich das jetzt noch irgendwie auswählen? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend hat das jetzt so gelernt. So, jetzt brauche ich einen Gegner. Ist hier irgendwo ein Gegner? Da ist Eis. Eis können wir noch nicht kaputt. Okay. Ja, wir machen das schon jetzt hier mit dem Ding. Das wird schon alles gut sein. So. Ja, ab in die Tunnel. Los geht's. Ab geht er, der Peter.
Kann ich da nicht hoch? Oh, schade. Okay, da oben ist bestimmt ein Secret. Weiß ich, ob ich schon mal in die Karte. Ach komm, wir gehen da jetzt mal rein. Ne? LB und RT, achso. Das war witzig. Das ist echt cool. Okay. Das war gut. Das war echt gut. Das hat Spaß gemacht. So, jetzt sind wir im Untergrund. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir gehen einfach nach. Ich glaube. Egal, wir probieren es aus. Ah, es ging. Gut. Alles easy. Alles ist gut. Oh. Da weiß ich auch noch nicht, wie wir da hinkommen. Das lernen wir bestimmt noch. You spin me right round, baby, right round. Like a record, baby, spin me right round. Ich feier das Teil. Okay. Ist aber gut, Alter. Da werden die damit so mäßig geblockt, gestunt oder so und du kannst die in Ruhe aus dem auseinandernehmen. So. Die wurden gereckt von uns, weil wir so gorgeous waren und sind und was auch immer. Oh ja. In die Luft. Zack, 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 zack. Und töten. Und vorne. Ah, ich dachte, das wären gute Seelen. Oh mein Gott. Ich dachte, der wäre nice. War gar nicht nice. Wieso kann man in der Luft nicht so einen heftigen Jump machen? Das ist richtig scheiße. Ah, geh mal ein paar Seelen, du Spaß. So, jetzt wollen wir uns den. Folgen uns wieder nice stuff gibt. Das war schon teuer, ne? 5000 für so ein bisschen hier mit dem Shuriken rumwerfen. Das war schon teuer. Überschwemmter Pass. Oh, das ist noch so ein Weg so. So, der ist gereckt. Der wird auch gereckt. Like a boss. Und auf den Dicken habe ich gar keine Lust. Gar keine Lust.
Okay. Einfach Distance bleiben. Distance ist immer important. Das ist eigentlich gut. So, bam, dann kann er... Oh nein. Jetzt hat er mich getroffen. Die alte Kanaille. Okay, da kommen wir so nicht hin. Gut. Dann nicht. Laufen wir einmal drum rum. Gucken, was es hier gibt. Ah, da hinten ist so ein Ding. Okay. Hier gibt es den alten Vulkum-Kopf. Es geht. Nein, ich will keinen Tunnel benutzen. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Das sollen wir nicht angreifen? Nein. Okay. Ich dachte, vielleicht kommt das dann runter und wir können drüber fliegen, aber nein, erstmal nicht. Dann gehen wir erstmal weiter und weiter. Oh, da sieht's mir nach Stein aus und shit. Ach ja. Geht, Bitches. Okay. Auseinandergenommen. Der wird auseinandergenommen. Der wird auseinandergenommen. Und der jetzt auch gleich. Ah, das war ja easy, guys. Gegner, Gegner, keine Opfer. Komm ich da rüber mit einem Sprung, ist die Frage. Absolutely fucking not bestimmt. Da hinten hat aber irgendwas geleuchtet. Ja, reich mal das Leben. Ach ja. Castle, der Castle ist voller G und sein wird immer größer. Na, also mehr Damage, man. Ich glaube, das kann ich so Level 30 jetzt lernen, aber. So what? Fuck it. Die Sense, ich dachte, die Sense ist grüner, man, aber die macht irgendwie keinen Damage. Zur Seite. Ah, da ist mein Kollege, bei dem ich wieder ein pusten muss. Get over here. So. Badatsch, 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 badatsch. Also eigentlich müssen wir hier lang. Aber, da die Folge eh gleich vorbei ist, gehen wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwo einen Secret oder sowas finden. Hier unten ist irgendeine Höhle. Ist hier irgendwo Stuff für uns? Das ist hier die Frage. Gibt es hier irgendwas für uns? Hier nicht. Hier vielleicht. Ein Fisch. Get wrecked. Assholes. Ah, da hinten. Was ist das denn? Kann ich das abschießen? Nee. Ja, nach oben. Okay, wir beruhigen uns kurz. Fuck. Komm, ich brauche hier irgendwo eine Fläche, wo ich mich draufstellen kann. Und dann kann ich dich auch auseinandernehmen. Garstiges Drecksvieh da hinten. So, was ist das denn für ein Gegner? Der folgt mir gar nicht. Na, tolle Karte. Gut, dann holen wir uns ein paar Seelen. Gucken wir hier nochmal kurz im Gebäude rum. Hier ist anscheinend nichts. Okay, scheiß auf den. Wir werden da irgendwann anders hingehen. Ja. Dann später in der nächsten Folge gönnen wir uns unseren Steinfreund wieder. Den pusten wir an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.